denn das? Gehen wir woanders hin. Nee, nee, wieso? Stammgäste. Das will ich wissen. Tempo, Tempo, wir werden sonst nicht fertig. Stopp, erst die Suppenteller. Marsch zurück. Aber die flachen brauchen wir doch auch. Wer einer Kapitänsorder zuwider handelt, begeht Meuterei. Aye, aye, Sir. Natürlich, Werner. Aber ich... Ach, nur red nicht. Tausendmal habe ich dir gesagt, du sollst deine Finger von dem Geschirr lassen, du Schussel. Aber Hedwig, nur schimpf man nicht. Scherben bringen wir nicht. Quark, du doch auch noch dazu. Was stehst du hier denn überhaupt rum? Du bist einem Weg und hältst alles auf. Ja, du fegst doch mal die Scherben auf. Kommen Sie ruhig rein, meine Herren. Nee, Frau Bollmann, ist mir hier zu lieb. Komm, Erwin, drücken gibt's nicht. Jetzt sind wir schon mal da, dann bleiben wir auch hier. Was macht ihr denn hier? Inventur? Warum schmeißt ihr denn die schönen Teller weg? Oder Polterabend? Ach, Tümpel, ihr. Große Siegesfeier. Wer hat denn gesiegt und gegen wen? Meine Crew. Sie hat eine Belohnung gekriegt. Bravo! Wofür? Für eine vorbildliche Ankerwache. Verstehst du? Kein Wort. Ist auch nicht nötig. Aber ich will euch ja nicht umsterben lassen, nicht? Also passt mal auf. Ja. Können wir uns dabei setzen? Ja, natürlich. Ja, und was trinken? Ja, klar. Ja? Ja? Zwei Bier. Marschieren schon. Drei. Auch recht. Also, was ist los? Ja, das will ich ja gerade erzählen. Henrik! Ach, verdammt nochmal, was ist denn los? Bring mal einen Kasten Bier rein und auch ein paar Flaschen Limo. Gleich, komm gleich, Hedwig. Also, pass auf. Was der Jörg und der Peter ist, die haben einen Turn nach Fehmarn gemacht. Und dafür gibt's eine Belohnung? Nun, wart doch ab, immer hübsch der Reihe nach. Am Abend haben die beiden sich verspätet und bei Einbruch der Dunkelheit sind die beiden bloß bis Pelzerhagen gekommen. Sie hatten keine Positionslampen mit. Keine Positionslampen? Deine Schüler? Hinrich, Hinrich. Wenn du mich dauernd unterbrichst, dann kann ich auch nicht zu Pott kommen. Lass den Hinrich doch mal erzählen. Also, als der Winduhr auch noch einschlief, haben die beiden Anker geworfen, so wie sie das bei mir gelernt haben, und wollten den nächsten Morgen abwarten. Gegen Mitternacht hört Jörg plötzlich ein Geräusch. Mensch, pass doch auf! Schnauze! Was ist denn los? Da vorne muss ein Kümo sein, wo? Ziemlich nah. Aber ich kann seine Positionslampe nicht erkennen. Geld müsste man haben. So einen Stinkeber könntest du mir schenken, den möchte ich nicht haben. Vorsicht, Mensch! Das ist alles. Nein, aber auch die letzten Nerven. Das können wir wohl sagen. Kann man nicht unternehmen? Was denn? Aber wenn was passiert ist. Hätten wir schon Nachrichten. Töne, der lacht auch noch. Den hack ich die Füße, Spitz. Alten Fahrensmann um die wohlverdiente Nachtruhe bringen.
ihr habt vielleicht Humor. Weine nicht, du Mägdelein, dein Schatz, der wird gleich bei dir sein. An eurer Stelle würde ich nicht so eine große Klappe riskieren. Darf man vielleicht erfahren, was die Herren über Nacht so vorhatten? Alle in Fahrt befindlichen Fahrzeuge haben in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die vorgeschriebenen Lichter zu führen. Und wir hatten keine. Und die Handlampe? Die Batterie war leer, Kapitän. Die Batterie war leer? Alle Gerätschaften sind vor der Reise zu überprüfen. Ja, aber wir wussten doch nicht, der Kerl will sich auch noch ausreden. 2 Tage Segelsperre. Euch will ich Seemannschaft beibringen. Okay, das bin ich froh, dass ihr heil zurück seid. Grenzt nicht. Macht, dass ihr in den Schuppen kommt. Tauwerk aufschießen. Alles putzen, was blank werden kann, sonst soll ich der Teufel holen. Ei, ei, Kapitän. Stopp! Kommando zurück! Ihr Halunken. Von wegen in den Schuppen, das könnte euch so passen, was? Einer steht Schmiere und der andere pennt auf den Tampen. Nee, nee, Jungs, nicht mit Vater Carstens. Neue Order. Backschaft aber Hedwig. Ei, ei, Kapitän. Ab durch die Mitte. So, ihr beiden Derns seid die erste Crew. Klar machen zum Segeln. Ei, ei, ei. Und ihr beiden kümmert euch um die Fender am Steg, dass mir nachher jeder festsitzt. Ei, ei, Captain. Was wollt ihr denn hier? 2 Mann als Backschafter eingeteilt zur Stelle. Ach du meine Güte. Na, das kann ja heiter werden. Nach der Nacht. Ihr seid doch bestimmt müde. Woher wissen Sie denn das, Mutti Bollmann? Na, du meinst doch nicht, dass ich ein Auge zumache, wenn ich weiß, dass nicht alles an Bord ist. Und man macht sich doch auch seine Gedanken. Ja, aber wir... Du bist jetzt ganz ruhig. So, nun mal erstmal an die Arbeit, ne? Jörg, Gemüse putzen, Zwiebeln schneiden. So, Peter, Kartoffeln schälen? Ja. Schälen, nicht hacken. So, ich klar inzwischen den Gastraum auf. So ein Mist. Das hat mir gerade noch gefehlt. Warum hast du, Esel, auch vergessen, die Lampe zu trimmen? Man, alles kann man ja nicht denken. Und falls es deiner Aufmerksamkeit entgangen sein sollte, du warst schließlich Steuermann und damit verantwortlich. Schnapsbacke. Klar zum Wenden. Noch nicht so hoch an den Wind gehen. Wetten, dass er jetzt die Mädchen beim Wickel hat? Aber es noch zu beweisen wäre. Gewonnen. Ihr verliert ja alle Fahrt. Abfallen. Du, guck mal, Polizei. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Strettner, Kriminalpolizei. Sind Sie der Verwalter? Moment mal. Kreuzt ein paar Schläge allein auf. Was haben Sie auf dem Herzen? Wo liegt die Hummel, das Boot von Ernest Ripke? Das Boot heißt zwar Hummel, Hummel, aber das macht nichts. Da drüben liegt das. Ja, kommen Sie. Segeln, Polizeimeister. Was soll denn das? Was machen Sie denn da? Das Boot wird sichergestellt. Das Betreten ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden als Siegelbruch strafrechtlich verfolgt. Ist das klar? Ja, aber warum denn? Was ist denn passiert? Darüber kann ich keine Auskunft geben. Ja, guten Tag. Wiedersehen. Junge, Junge, der ist aber in Fahrt, was? 8 Glasen, Fachwechsel! Thank you.
Polizei hier? Haben die Jungs dort noch was ausgefressen? Ach, die haben die Hummel mit dem Kuckuck verziert. Der Stripkes Kahn ist im Eimer. Der Stripke? Was soll denn der gemacht haben? Ist bestimmt ein Irrtum. Er ist doch ein netter Mann. Und noch ledig dazu, hm? Na und? Ist doch kein Nachteil. Ich finde den Stripke auch nett. Auch du, meine Tochter, Brutus. Schluss jetzt. Das wird sich schon aufklären. Beide Wachen boten uns nicht auf Rahmen. Backen und Banken! Gott hilft dem Seemann, aber essen muss er selber. Steuern muss er selber. Verhunzet euch deine Verfressenheit nicht alte christliche Seefahrersprüche. Man muss mit der Zeit gehen. Also ich weiß nicht, ich hatte Kartoffeln eigentlich immer rund in Erinnerung. Ist das eine neue Sorte? Sei bloß leise, Mutti Bollmann ist sowieso schon sauer. Eine neue Sorte nicht, aber eine neue Methode. Peter ist nämlich der Picasso unter den Kartoffelschälern. Alberne Gänse. Los, Peter, Mutti Bollmann probelt schon. Das Abwaschwasser wird kalt. Herr Peter, kommen Sie mit. Polizei, Sie haben der Stripke mitgebracht. Was? Polizei, was wir wieder tun. Belösen Sie das Siegel. Noch ist es Zeit, Herr Stripke. Wenn Sie jetzt sagen, was los ist und ob Sie noch mehr von dem Zeug an Bord haben, dann ersparen Sie uns eine Menge Arbeit. Denn finden werden wir es so oder so. Und wenn ich Ihren Kahn bis auf die letzte Schraube auseinandernehmen müsste. Hallo, Herr Stripke. Sie waren ja lange nicht mehr hier. Haben Sie was ausgefressen? Ruhe. Was wollen Sie hier? Das wäre eine Frage, die wir stellen können. Wären Sie nicht frech. Entschuldigen Sie, so habe ich das nicht gemeint. Ich bin lediglich von der Tatsache ausgegangen, dass wir hierher gehören, Sie hingegen fremd sind. Kriminalpolizei, wir haben hier eine Amtshandlung durchzuführen. Darf ich Sie bitten, dabei nicht zu stören? Na ja, aber zusehen dürfen wir doch nicht. Von mir aus. Fangen Sie an. Mit Straßenschuhen an Bord. Der zerkratzt mit seinen Stiebeln ihr ganzes Deck. Na, es macht nichts. Kriege ich schon wieder hin. Was ist denn los? Weiß ich nicht. Die Polizei behauptet, ich hätte heute Nacht mit meinem Boot Schmuggelware von See geholt. Rauschgift und Marihuana-Zigaretten. Aber das ist doch Blödsinn. Ihr Boot lag doch die ganze Woche am Steg. Bitte keine Unterhaltung. Ach, kommen Sie doch bitte mal mit. Ja, bitte. Sagen Sie, wird der Steg nachts bewacht? Nein, warum? Nur so. Man kann also jederzeit hier nachts mit dem Boot wegfahren, ohne dabei beobachtet zu werden. Können kann man schon, aber warum sollte man? Nachts hat man doch nichts von einer Bootsfahrt. Sei denn... Ja? Sei denn, Sie machen eine Mondscheinfahrt. Aber zur Zeit ist Neumond. Nichts, Herr Kommissar. Na, da kann man nichts machen. Gehen wir. Kommen Sie. Ich halte Ihnen die Daumen, Herr Stripke. In den Hintern vom Tisch. Du wirst nie ein feiner Mann. Habt euch doch nicht so. Gib's auf, Jörg. Der Dicke ist mit einem D-Zug durch die Kinderstube gefahren. Den kriegen wir nicht mehr groß. Hackt doch nicht dauernd auf mir rum. Mir reicht schon gut uns dauerndes Gemecker. Nimm's leicht, Dicker. Hab ich euch angepöbelt, als ihr heute Morgen erst an Land kamt? Wir werden dir ewig dankbar sein. Ach, hört doch auf. Was mich viel mehr interessiert, wie denkt ihr über die Sache mit Nestripke? Wer weiß. Ich halt's für Quatsch. Die Polizei irrt sich bestimmt. Die MM, ganz meiner Meinung. Die Hummel-Hummel lag die ganze Nacht am Steg. Woher willst du denn das wissen? Woher? Weil irgendeiner von uns alle paar Minuten zum Steg runterflitzte, um nach euch Brühköppen zu sehen. Dann haben die das Boot eben verweckt. Wir Idioten. Menschenskind, dass wir das vergessen haben, Peter. Hm? Heute Nacht das Boot. Bitte? Mann, denk doch mal nach. Der Stinkeber, der an uns vorbeigebraust ist.
Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Wo ist denn hin? Telefonieren. Komm mit, Peter. Ja. Ja, selbst am Apparat. Was? Aber hören Sie mal, müssen mich deshalb wecken? Natürlich glaube ich Ihnen. Sicher ist es wichtig. Aber kommen Sie doch bitte morgen früh in mein Büro. Ja, dann können wir alles besprechen. Wiederhören. Blödsinn. Jörg. Ja? Wann fangen Polizeibeamte eigentlich ihren Dienst an? Mich interessiert nur, wo der Rest der Crew bleibt. Sie müssten doch schon längst hier sein. Aber doch nicht mit Gudruns Wagen. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Kommissar. Na, dann schießen Sie mal los. Wenn Sie schon nachts friedliche Bürger aus dem Schlaf holen, dann muss es ja dringend sein. Herr Kommissar, Herr Nestripke ist unschuldig. Ich finde es sehr anständig von Ihnen, dass Sie einen Clubkameraden rausboxen wollen, aber... Wir wollen ihn nicht rausboxen. Es geht uns vielmehr um eine Beobachtung, die unter Umständen zur Erklärung der Tat beitragen könnte. Peter meint damit, dass der Zeuge sich getäuscht haben muss. Denn wir beide wissen, dass es Nestripkes Boot nicht sein kann. Meine Herren, wir haben einen ganzen Haufen Indizien, die das Gegenteil von dem beweisen, was Sie behaupten. Aber selbstverständlich werden wir der Sache nachgehen. Schließlich muss ich auch alles Entlastende sammeln. Also, kommen Sie rein. Immer dieselbe Stelle. Na, hat's geklappt? Blöde Frage. Sieh dir doch Ihre Gesichter an. Mist, der Kommissar glaubt uns nicht. Das gibt es doch nicht. Jedenfalls sah es so aus. Und nun? Und nun? Nun beweisen wir, dass wir recht haben. Und wie soll das vor sich gehen? Wir suchen den Kahn, den wir in der Nacht gesehen haben. Schnappen uns den Kerl und bringen ihn her. Fahren, nicht reiten. Wir finden den Burschen, verlass dich drauf. Aber wann? Fehlanzeige. Ob Jörg und Peter schon was gefunden haben? Frag doch mal. Hallo Avanti, bitte kommen. Hier Avanti, was gibt's? Bei uns total pleite. Wie sieht's bei euch aus? Schließ mich meinem Vorredner an. Mahlzeit. Ende. Neto Ende. Gut, und wohin nun? Immer der Nase nach und an der Küste entlang. Jeder Hafen ist uns recht. Mein Jung. Wissen Sie zufällig, wer der Eigner der Hummel ist? Ja. Und wie heißt der Mann?
Das ist eine andere Frage. Johnny Olsen. Ah, Sie kennen ihn? Ja. Und wo wohnt er? Drüben im Dorf. Haus Nummer 10. Ah, danke schön. Wo wollt ihr denn hin? Zu Herrn Olsen. Der ist nicht zu Hause. Wissen Sie, wo er ist? Ja. Wo denn? Hier. Hier? Was soll das heißen? Ich bin Johnny Olsen. Wo waren Sie vorgestern Nacht? In meinem Bett. Und wo war Ihr Boot? Warum wollt ihr das wissen? Ich muss tanken. Mensch! Hallo, was gibt's? Habt ihr sie? Na, was denkt denn ihr? Auf euch Landratten ist doch kein Verlass. Alter Angeber! Wo seid ihr? In Niendorf, kommt sofort her. Wir fliegen, Ende. Los, gib deiner Rosinante die Spuren und beflügle ihren Ritt. Trottel! Na bitte, was habe ich gesagt? Geh doch zu Fuß, wenn's dir nicht passt. Na dann, auf Wiedersehen, Herr Nesripke. Aber nicht bitte unter denselben Umständen. Hallo, Herr Kommissar, wir haben ihn! Das Boot heißt nicht Hummel-Hummel, sondern nur Hummel! Und es ist ein Leihboot. In der Nacht hat es ein Herr Möller gemietet. Das wussten Sie schon? Sicher. Die Wasserschutzpolizei ist auch nicht von gestern, meine Herrschaften. Mit Herrn Nesripke habe ich mich schon wieder vertragen. Und wie ist das mit euch? Ihr hattet doch eine Stinkwut auf mich, stimmt's? Naja. Tja, so war das. Und die Belohnung? Haben sie heute kassiert. Aber die Polizei hat doch Möller selbst gefasst. Ja, das schon. Aber die Jungs haben schließlich eine zweckdienliche Mitteilung gemacht, die zur Ergreifung des Täters führte, nicht? Hinrich, kommst du nur oder kommst du nicht? Ja, doch. Hinrich! Ich kann ja nun mal nichts abschlagen, wenn sie mich so bittet. Erwin, ich glaube, du hast doch recht. Wieso? Ist noch ein Polterabend.